Hallo ihr schlammtastischen Menschen da draußen. Vor zwei Tagen habe ich ja ein Video zusammen mit Gomme auf dem neuen GommeHD.net Server aufgenommen, der nun auch auf der Minecraft Bedrock Edition in die Beta-Phase gegangen ist. Zu meinem Erstaunen gab es aber doch vermehrt noch Fragen, wie man denn auf den Konsolen, also auf der Nintendo Switch, PlayStation und natürlich auch auf der Xbox, auf anderen externen Servern joinen kann, die nicht auf der vorgeschlagenen Liste von Minecraft selber sind. Und genau diese Frage versuche ich heute mit der meiner Meinung nach einfachsten und auch schnellsten Methode so simpel wie möglich zu erklären. Einen Daumen nach oben, falls dir das Video geholfen hat, würde mich noch sehr freuen und nun starten wir auch direkt rein. Für die Leute, die es noch nicht wussten, auf der Konsolen-Bedrock-Version von Minecraft kann man nicht wie beispielsweise auf der Pocket oder Windows 10 Edition Server mit einem einfachen Button hinzufügen. Das liegt allerdings nicht an Microsoft oder Minecraft, sondern wirklich an den Konsolen-Publishern, die das Ganze verhindern. Auf diesen Plattformen musst du also mit den festgelegten 7 Partner-Servern parat kommen. Doch es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, dies auch auf diesen Plattformen ganz, ganz einfach zu umgehen. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist natürlich eine Konsole mit Internetzugang und ein Handy oder Tablet. Starten wir zunächst einmal mit der PlayStation und der Xbox-Version, da die beiden genau gleich simpel funktionieren. Für diese Methode kann ich euch wärmstens die App Bedrock Connect empfehlen. Die findet ihr kostenlos im Play Store auf Android und im App Store auf Apple-Geräten. Beim erstmaligen Öffnen empfehle ich euch erstmal oder zunächst einmal auf das Zahnrad unten rechts zu klicken und hier erstmal die Sprache auf Deutsch zu stellen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Auf der Startseite der App gibt es neben den Standard-Servern, die wir aus dem Spiel kennen, auch eigene Partner-Server, die ihr hier auch schon ganz einfach betreten könnt. Wollt ihr aber einen anderen eigenen Server in Anführungsstrichen hinzufügen, klickt ihr einfach oben auf eigene, dann auf das Plus und wählt einen Wunschnamen und gebt natürlich auch noch die IP des Servers ein. In unserem Fall jetzt einfach mal GommeHD.net und klickt dann auf Server hinzufügen. Dieser Server sollte dann unten hinzugefügt sein und wenn ihr dann auf den Namen klickt, könnt ihr neben der Spielerzahl auch die Version und den Pingwert sehen. Jetzt klickt ihr nur noch auf Starten und bei der Nicht-Premium-Version kommt jetzt eine 30 Sekunden lange Werbung, kann manchmal zugegeben echt nervig sein, aber hey, die Apps müssen sich ja auch irgendwo scheinbar refinanzieren. Nach der kurzen Wartezeit kommt dann nochmal die Erinnerung, dass man die App offen lassen und nicht schließen soll und der Server ist online. Wenn wir jetzt bei unserem Minecraft-Spiel unter Freunde, ja, nicht unter Server, sondern wirklich unter Freunde nach unten scrollen, sehen wir hier den hinzugefügten Server, den wir nun betreten können. Und das ist auch schon alles, was ihr als Xbox- oder PlayStation-Spieler wissen müsst. Jetzt könnt ihr andere Server betreten und da mit euren Freunden unterwegs sein. Bei den Nintendo Switch-Spielern dagegen sieht das Ganze so ein bisschen anders aus, ja, fast schon sogar ein bisschen komplizierter, aber ist dennoch nicht unmöglich. Grundsätzlich muss man zuerst unter iOS, also iPhone-Geräten und Android-Geräten unterscheiden. Die iOS-Version der App kann euch hier weiterhelfen. Da das Ganze meines Wissens nach nicht auf Android-Geräten umsetzbar war oder ist, verlinke ich euch in der Beschreibung eine andere Methode. Also falls ihr kein iPhone haben solltet, was ja auch sehr gut möglich ist, müsst ihr dann auf andere Mittel hinzugreifen oder zurückgreifen, eher gesagt. Falls ihr aber ein iPhone oder iPad haben solltet, kann die App euch auch easy weiterhelfen. Da ich momentan meine Switch nicht bei mir habe, nutze ich jetzt einfach mal das Videomaterial von dem App-Hersteller selber. Zunächst einmal müssen wir in der App bei den Einstellungen die Switch-Unterstützung-Funktion aktivieren. Wenn du jetzt deinen Wunschserver hinzugefügt und auch schon aktiviert hast, erscheint bei dieser Erinnerungsnachricht nun auch eine Info mit einer DNS-Adresse. Und die brauchen wir jetzt. Denn jetzt gehen wir auf der Nintendo Switch in die Settings, genauer gesagt in die Internet-Settings und klicken dann auf Einstellungen ändern und tippen bei der Primary DNS oder Primär DNS nun die eben gezeigte DNS-Zahl und bei der Secondary, also bei der Sekundär DNS 4 mal die 8 mit einem Punkt dazwischen, also 8.8.8.8 ein. Wenn du jetzt bei Minecraft zum Server-Tab wechselst, auf der Switch ist es tatsächlich der Server-Tab, kannst du hier irgendeinen Server anklicken und landest dann auf deinen hinzugefügten Wunsch-Server. Ich hoffe, ich konnte mit dem heutigen Tutorial die ein oder anderen Leute da draußen das ganze Server betreten in irgendeiner Form ermöglichen. Sollten aber Probleme oder Fragen auftreten, was ja immer mal wieder sein kann, schreibt sie gerne oder unbedingt unten in die Kommentare. Ich versuche wirklich alles zu lesen und mit Hilfe der Entwickler auch irgendwie alles zu beantworten. Vielleicht kriege ich da jemanden ran. Hauptsache, jeder von euch kriegt es irgendwie hin, auf Server zu joinen. Teilt das Tutorial gerne mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen und drückt gerne noch die Like-Taste, wenn es euch weitergeholfen hat. Wie immer, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.